Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video geht es um das Thema Einspielübung und ich möchte dir meine persönliche Einspielübung vorstellen und dir zeigen, warum es sinnvoll ist, das Üben mit einer Einspielübung zu beginnen. Häufig bekomme ich von meinen Schülern oder auch in meiner Saxophon-Community immer wieder die Frage, warum muss ich überhaupt eine Einspielübung spielen? Ich komme doch auch so prima zurecht und das Saxophon funktioniert doch eigentlich auch ganz gut ohne Einspielübung. Und leider ist es auch so, dass du bis zum gewissen Grad dich auf dem Saxophon immer noch verbessern kannst, ohne jetzt jemals in deinem Leben eine Einspielübung gespielt zu haben. Aber wenn du wirklich weiterkommen möchtest und wirklich das nächste Niveau, die nächste Stufe erreichen möchtest, was dein Spiel angeht, auch in Bezug auf Tonkontrolle, Intonation, dynamische Vielfalt, dann kommst du um Einspielübungen bzw. um Long-Tone-Übungen gar nicht drum herum. Warum brauchen wir jetzt also konkret eine Einspielübung? Also für mich ist die Einspielübung wie so eine Art Puffer, wie so eine Art Headspace oder Arbeitsspeicher, würde man sagen. Ne? Also wenn ich eine Einspielübung gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, dass wenn ich danach ein Konzert spiele oder Stücke spiele, dass ich ja sehr viel mehr Rücklagen noch habe. Ne, und nicht in so bedrängniserregende Situationen komme, wie zum Beispiel, dass mein Ansatz schlapp wird, dass mein Sound nicht mehr stabil ist, dass ich keine stabile Tonkontrolle habe, dass meine Intonation schwach wird. Ne. Das alles passiert nicht, wenn ich vorher eine Einspielübung gemacht habe. Und die Einspielübung ist sozusagen, ja, wie so eine Art Warmmachen bei einem Sportler. Ne? Der Sportler, wenn jemand 100 Meter läuft, dann macht man das auch nicht aus dem Stand, direkt so ein Vollsprint, sondern man muss erstmal die Muskeln, die Sehnen, alles ein bisschen aufwärmen und dehnen, damit das alles gut geschmeidig ist und dass man nicht sofort eine Zerrung oder so bekommt. Und beim Musikmachen ist es ähnlich. Die Einspielübung ist sozusagen die Grundlage für ein gutes Spiel, denn da trainierst du Sachen wie Tonkontrolle, Phrasierung, Artikulation, einen stabilen Tonverlauf zu haben, aber auch genauso was wie Intonation und Klangfarbe, Klangintensität. All dies übt man in der Einspielübung. Ja, und ohne Einspielübung fühle ich mich selber auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, so ähnlich wie bei einem Kater, man fühlt sich so ein bisschen nach durchzechter Nacht, man fühlt sich so ein bisschen matt und so ein bisschen, so ein bisschen mulmig und es ist nicht alles so frisch und hat nicht alles so gut, so viel Grip beim Spielen. Ne? Also wenn ich eine Einspielübung vorher gemacht habe, ist sofort alles sehr viel sortierter und geordneter und ich fühle mich so ein bisschen wie eingenordet. Und meine persönliche Einspielübung habe ich dem Büchlein von Sigurd Rascher zu verdanken. Top Tones heißt das und das ist eigentlich ein Buch, wo es darum geht, den Tonumfang auf dem Instrument nach oben hin zu erweitern, in die Altissimo-Lage rein. Aber auch zu Beginn dieses Büchleins, so auf den ersten 10 bis 12 Seiten, gibt Sigurd Rascher einen schönen Überblick über wichtige und entscheidende Tonübungen. Und eigentlich ist es so, erst wenn du diese Übungen von Sigurd Rascher, es ist so eine Terrassendynamikübung, dann Intervallübungen, Klangintensitätsübungen, wenn du die gut und sicher umsetzen kannst und die entsprechende Tonkontrolle hast, dann bist du eigentlich erst reif und in der Lage, eben diese komplexeren Obertonübungen zu spielen, die dann später in diesem Buch folgen. Und aus diesem ersten Teil, aus diesen Tonhalteübungen, gibt es eine Übung, die ich seit vielen, vielen Jahren, seit bestimmt 20 Jahren, jedes Mal spiele, bevor ich mit dem Üben beginne. Und zwar ist das die Oktavquart-Quint-Übung. Und die beginnt leider in einem sehr hohen, in einer sehr hohen Lage. Es geht direkt vom F2 zum F3, ne? Also wie soll ich sagen, als Einspielübung eigentlich ungeeignet, weil sie sofort eine Extremlage anfängt. Deswegen habe ich die für meine Schüler ein bisschen, wie soll ich sagen, umgemodelt oder ein bisschen umgeschrieben, dass sie eben in einer etwas mittlereren Lage anfängt, nur dass man schön entspannt in die Töne reinspielen kann. Und diese modifizierte Übung ist auch Teil meines kleinen Workbooks Saxophone Essentials Volume 1. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zum Download dieses kleinen kostenlosen E-Books. Das ist so die Essenz der ja für mich wichtigsten Übungen auf dem Saxophon. Und ja, dieses Büchlein begleitet mich eigentlich jeden Tag, sowohl in meinem persönlichen Üben als auch im Unterricht mit meinen Schülern. Ich persönlich spiele die Übung im Original von Sigurd Rascher in Tempo 40. Ne, das ist eine Tonhalteübung. Ich habe es dir einmal eingeblendet mit halben Noten, mit Viererbindungen. Und in Tempo 40 ist sie schon ein bisschen anspruchsvoll. Und
ja, was soll ich sagen, nach 7 Minuten bin ich mit dieser Übung fertig und bin für mich komplett sozusagen gut eingespielt und habe ein guten Kontakt zum Instrument, ein gutes Spielgefühl. Selbst wenn du jetzt merkst, Tempo 40, sehr langsames Tempo, ist noch ein bisschen zu anspruchsvoll für dich. Ne? Die Töne müssen sehr lange gehalten werden, man braucht eine gute Luftführung. Selbst dann kannst du das Tempo auch ein bisschen höher machen, auf 52 oder so, das ist auch völlig in Ordnung. Und auch ist es nicht notwendig, immer die komplette Übung zu spielen. Es reicht auch, wenn du Auszüge aus der Übung spielst. Ne? Also kannst du ja auch jedes Mal beim Üben so circa die Hälfte davon vornehmen, das reicht auch durchaus aus. Bevor es losgeht mit dieser Übung, schreibt Sigurd Rascher noch kurz so eine Art Zusammenfassung. Wenn du diese Übung spielst, dann achte bitte auf eine perfekte Intonation, eine ausbalancierte Dynamik, weiches Legato, gleichförmige Tonqualität und Intensität und ein fünfter Aspekt, den ich jetzt nicht aufgenommen habe in meine persönliche Bewertung, ein gleichmäßiges Vibrato, wobei Vibrato ist für mich jetzt nicht so ausschlaggebend, wenn ich eine Tonhalteübung spiele. Das kommt wahrscheinlich noch aus einer anderen Zeit, wo Vibrato einfach viel mehr zum Alltag beim Saxophonspielen gehört hat. Heute ist es meiner Meinung nach nicht mehr ganz so wichtig, Vibrato zu spielen. Aber okay, deswegen habe ich diesen Aspekt rausgelassen mit dem Vibrato, aber die anderen 4 Aspekte, Klangintensität, Intonation, Dynamik, und Legato, also gute Bindungen machen, das sind schon nur sehr große Ziele, die man in dieser Übung berücksichtigen kann. Und wenn du diese 4 Aspekte möglichst exakt in dieser Übung auch einbringen möchtest, merkst du schon, das ist sehr anspruchsvoll. Und ja, es ist schon eine echte Herausforderung, diese Aspekte auch ne, bis zur Perfektion wirklich in diese Übung einzubringen. Es ist aber nicht, wie soll ich sagen, so, dass man das von Beginn an wirklich können muss, in Anführungszeichen. Also ich sage auch oft zu meinen Schülern, wenn du diese Übung ganz neu hast und ganz neu spielst, dann lass erstmal die Bindungen weg und schau erstmal, dass du so, wie sie notiert ist, ne, die Intervalle gut treffen kannst, die Oktaven gut treffen kannst. Ne? Und wenn man die Oktaven gut spielt, kommt man automatisch auch zu einer guten Intonation, ne? Weil Oktaven kann man auch sehr gut hören, ob die Töne gut stimmen oder ob die Töne in der hohen Lage nicht zu hoch sind und in der extrem tiefen Lage auch nicht zu tief sind. Also zu Beginn geht es erstmal darum, die Töne gut und sauber zu treffen und sicher zu spielen. Und wenn das mit den Bindungen noch zu schwierig ist, dann lass die Bindungen erstmal weg und versuche erstmal so, die Übung gut zu spielen. Wenn das funktioniert, dann die Bindungen dazu nehmen, ne, Fokus auf die Bindungen und versuche saubere Bindungen zu spielen. Und wenn das gut funktioniert, das wird auch eine Zeit lang dauern, bis das der Fall ist, erst danach ne, nimmst du sozusagen das Stimmgerät mit hinzu und versuchst den Aspekt der Intonation auch noch mit einzubringen. Ich erlebe es immer wieder, dass meine Schüler zu früh das Stimmgerät nehmen, weil sie dann denken so, ah, ich spiele jetzt die Übung, ich will die jetzt gut können, her mit dem Stimmgerät und dann sind sie auch frustriert, weil ihnen alles um die Ohren fliegt, weil sie nur mit dem Stimmgerät damit beschäftigt sind, auf das Stimmgerät zu gucken und die Bindungen nicht mehr gut funktionieren ne, und alles so ein bisschen vor sich hin eiert. Ne, also versucht das Stimmgerät erst dann mit hinzuzunehmen, wenn die Bindungen sauber laufen. So, jetzt spiele ich einmal ein paar Auszüge aus dieser Übung für dich und wünsche dir viel Spaß dabei und vielleicht kannst du dein Saxophon gerade auch auspacken und einfach mit mir mitspielen. Den Link zum Download, wie gesagt, des kleinen Workbooks Saxophone Essentials Volume 1 findest du unten in der Videobeschreibung. Und dort findest du auf Seite 14 auch die Übung Oktaven, Quarten, Quinten. Und ich beginne jetzt und spiele für dich den A-Teil dieser Übung.
Ja, das war also ein Ausschnitt aus meiner Einspielübung Oktaven, Quarten, Quinten von Sigurd Rascher. Findest du, wie gesagt, in meinem E-Book Saxophon Essentials auf Seite 14. Den Download-Link unten in der Videobeschreibung. Ja, und gib mir gerne ein Feedback. Welche Einspielübungen spielst du oder spielst du überhaupt eine Einspielübung? Und ja, helfen dir meine Tipps weiter? Hast du meine Einspielübung, meine persönliche Lieblingseinspielübung schon ausprobiert? Schreibe auch dies gerne in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir ein bisschen gefallen. Lass gerne ein Like da und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und schöne Grüße.